Fazit von uns, Radio lässt sich super easy einbauen, ohne irgendwelchen Schnickschnackkram, mit Zündung an und aus, mit Handy verbinden funktioniert alles super, kann man nicht meckern. Spotify funktioniert zum Radio hören, telefonieren funktioniert einwandfrei, auch ohne ein zusätzliches Mikrofon. YouTube funktioniert und ich denke, das sind so die Grundfunktionen, die jeder in so einem Radio nutzen will. So, damit herzlich willkommen zum zweiten Teil des Opel Corsa Radio Umbaus. Wir testen heute noch mal ein bisschen das Radio, beziehungsweise zeigen euch so die einfachen Funktionen, ob das funktioniert, was nicht funktioniert, und dann könnt ihr für euch selbst entscheiden, ob das Radio was für euch ist oder nicht. Und ich würde sagen, damit ich nicht lange heute wieder laber, springen wir jetzt direkt ins Auto. Das sieht aber schick aus, guck mal. Also wir sitzen im Auto, für die, die wissen wollen, wie das Radio in diesen Opel Corsa D eingebaut wurde. Mach mal Tür zu, das sieht besser aus. Ja. Also wir sitzen im Radio, wollte ich schon sagen, wir sitzen natürlich nicht im Radio, wir sitzen im Auto, und wer wissen will, wie wir dieses Radio jetzt hier eingebaut haben, blende ich jetzt für euch mal das erste Video dazu ein, also das erste Video angucken, da könnt ihr natürlich auch sehen, wie wir das Radio eingebaut haben. Wir haben uns selbst gewundert, war wirklich relativ einfach. Wir haben jetzt schon einige Fahrzeuge umgerüstet und das war wirklich mit so das einfachste Radio, was wir hier eingebaut haben. Auch wieder ohne Campus-Adapter, also den Originalstecker quasi hinten ins Radio rein. Ein, zwei Antennen da dran gebastelt für Navi etc. Und dann ging es auch schon los, reinstecken, fertig. Passgenauigkeit will ich hier nochmal betonen bei diesem Radio. Da gibt es Radios wohl im Internet, wo das nicht ganz so toll reinpasst. Passt hier wirklich gut rein. Farblich natürlich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich würde mal sagen, darf man das sagen, drauf geschissen. Ne? So. Wichtige Funktionen sind ja in dem Falle natürlich Android Auto oder Apple CarPlay. Wir nutzen Android, wir haben keine iPhones, also wir haben hier so normale Handys mit Android drauf, Samsung oder was weiß ich, was ihr auch immer habt. Und die wichtigste Funktion, die so ein Radio natürlich haben muss in unserem Falle, ist jetzt natürlich Android Auto. Ich hoffe, ich spreche das aus. So, wir machen die Zündung an und wir schauen jetzt, was passiert. Das Radio sollte sich, seht ihr jetzt schon, direkt automatisch verbinden. Also in meinem Handy ist quasi Bluetooth eingeschaltet. Das ist einmal eingerichtet. Also Bluetooth muss man einmal einrichten, das ist klar. Und dann verbindet sich das auch schon, ja, von alleine. Ne? Ihr seht jetzt schon, Google Maps ist an. A59 nach Südosten starten. Ne? Spricht auch schon. Also wir können auf die A59 Richtung Osten starten. Das ist quasi so, finde ich, mit die wichtigste Funktion. Klappt das? Ja, du bist zwar ein bisschen dunkel, aber ist okay. Ist egal. Also Lichter bringt nichts. So, wir machen weiter. Also Android Auto geht quasi, wenn das mit Bluetooth verbunden ist, direkt an. Und ich zeige euch jetzt mal so die Apps, die dann da draußen. Also man kann jetzt hier aktuelle Nachrichten, das ist halt hier mit drin, sich reinziehen. Und ja, hier sind halt so diese typischen Apps. WhatsApp ist jetzt hier drauf, Google Maps ist hier drauf. Spotify und andere Apps kann man natürlich da drauf machen. Muss man sich natürlich dann im Google... Guck mal, und hier unten drunter steht auch noch, guck mal, Navi. Ja, das ist das Navi, das läuft jetzt. Das ist aber gut. Das ist cool. Also wie gesagt, Google Maps funktioniert wie am Handy. Apps kann man sich dann separat selber über den Google Play Store einrichten. Wir haben die Möglichkeit, wenn es über WLAN verbunden ist mit dem Handy, nicht über Bluetooth, ist wahrscheinlich so eine Sicherheitsgeschichte, können wir YouTube auch gucken, das zeigen wir euch gleich noch. Spotify hören, zeigen wir natürlich, euch natürlich jetzt, beziehungsweise streamen vom Handy, dass die Musik halt dann im Radio hier abgespielt wird. Klangqualität ist gut, haben wir auch so. Können wir euch natürlich aus Datenschutzgründen jetzt nicht zeigen. Für die, die das natürlich per USB verbinden wollen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, also unten ins Handy rein und dann per USB am Radio hinten gibt es dann zwei USB-Stecker, die man nachrüsten kann, die auch mit dabei sind. Kann man es für die, die es wollen, auch per USB machen. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann jetzt hier nochmal an, dass die Sprachsteuerung auch funktioniert. Dazu gehe ich jetzt mal hier drauf auf Google Maps. Ich nehme jetzt hier mal die Funktion Autozentrum Duisburg. So, ihr seht, das funktioniert. Ne? Okay, zum Autozentrum Duisburg. Geht jetzt quasi direkt los. Schließen das mal hier.
Folgende geile Funktion ist auch bei diesem Radiofilm mal kurz auf mich. Wir haben unten zwei Mikrofone mit drin. Das Radio braucht kein separates Mikrofon. Telefonfunktion, also sprich, wenn man jetzt telefoniert, haben wir auch ausprobiert, funktioniert wirklich gut. Es ist ein Zusatzmikrofon mit dabei, was man dann irgendwo hier oben oder sonst wo hier separat nochmal anbauen kann. Aber diese Mikrofone in dem Radio, das war uns auch wichtig, dass man keinen separaten Kram irgendwie hier verbauen muss, funktionieren wirklich gut. So, zu viel zum Thema Spracherkennung per Mikrofon und Telefon, sprich Freisprechfunktion, funktioniert alles über Android Auto. So, ich würde sagen, ich mache nochmal einen kurzen Cut und dann zeigen wir euch nochmal, wie YouTube auf dem Radio funktioniert. Zum Thema YouTube gucken im Fahrzeug oder im Auto macht man vielleicht manchmal, wenn man dann irgendwo steht oder so. Ist ja eine geile Funktion, die das Fahrzeug kann. Das sind die ganzen anderen Apps, die das Radio noch kann. Du hast hier nochmal ein separates Navi drin, dafür ist so eine GPS-Antenne hinten angeschlossen. Hast eine interne Festplatte, wo du Fotos und so ein Kram draus speichern kann, aber ich glaube fast, das nutzt keiner. Kann es Videos auch auf der internen Festplatte speichern. Und dann gehen wir jetzt hier drauf. Einstellungen und den ganzen Kram gehen wir jetzt nicht drauf ein. Hast auch einen Browser mit hier drauf, wo du ins Internet gehen kannst und Sachen machen kannst. Hast hier die Möglichkeit DAB Plus anzuschließen. Da nochmal eine kurze Information. Haben wir jetzt auch nicht verbaut. Gibt es eine von Erisin, wovon das Radio ist, auch eine Zusatzantenne. Die verlinke ich euch jetzt mal hier oben für die, die DAB Plus, so heißt das, nicht DVB Plus, da nutzen wollen, können die Antenne nachrüsten. Und wie gesagt, habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Radio, wer Interesse hat an einem Radio, blende ich jetzt nochmal ein Foto ein, wie das aussieht. Und Link zu dem Radio natürlich oben hier in der Ecke. Preis sind irgendwo, kann ich schon mal vorwegnehmen, irgendwo so um die 250 Euro. Eine Frontkamera kann man nachrüsten, kann man anschließen. Wir suchen jetzt unsere YouTube-App. Also nächste Möglichkeit ist, habe ich ja gerade noch gesagt, wir zeigen euch, dass man da YouTube gucken kann und dass das Bild auch wirklich in diesem Radio gut ist. Was man beiläufig erwähnen muss, zeig mal ganz kurz auf das Radio. Wir haben wirklich hier, also das läuft wirklich flüssig, ne? Also wirklich schön schnell. Da gibt es Radios, die nicht so flott sind, wo das teilweise hängt. Das funktioniert hier wirklich gut. Ich habe in meinem Handy jetzt, in unserem Falle jetzt hier mit der Fritzbox verbunden hier oben. Wenn ihr natürlich jetzt draußen unterwegs seid, zieht das natürlich, ja, dann euer Internet von eurem Handy. Hab einen Hotspot eingerichtet und hab das Radio mit dem Hotspot verbunden. Das Radio mit dem Hotspot verbunden. Ich habe es heute wieder. Alles eingerichtet, muss man halt einmal einrichten und wir suchen jetzt mal unseren Kanal hier bei YouTube. Das ist die YouTube-App. Geh auf das Mikrofon. Wo ist das Mikrofon? Ich will noch mal zeigen, dass die Sprechfunktion funktioniert. Autozentrum Duisburg. So. Kurz warten. Wir haben jetzt natürlich hier drin kein tolles Internet. So, also wir haben ein bisschen Internetprobleme hier drin, wenn ich das mit dem Router verbunden habe und der Router jetzt relativ weit vom Handy weg ist. Wird draußen nicht funktionieren. So, ihr könnt hier sehen die aktuellen Videos bei uns auf dem Kanal. Da kann ich euch mal zeigen, wie das hier aussieht. Und wir werden jetzt mal versuchen, ein Video hier anzumachen. Natürlich Werbung. Ha? So, weiter, wie aus dem Handy. Gehört, wir Fäden Schloss rausmachen, ne? Und Alter, da schlackerst du mit den Ohren. Und wenn du vier Stück hast, ne, die wollen pro Fängenschloss, habe ich hier teilweise mit Leuten gemacht. So. Funktioniert gut, ne? Würde ich jetzt sagen. Ja. Bild ist wirklich super, würde ich sogar fast sagen, ist besser als bei mir im Handy. Ne? Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt auf der Kamera rüberkommt. Und eine geile Funktion, was der Jürgen gesagt hat, was ich auf jeden Fall erwähnen soll, wo viele ja mal sagen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Das Auto mache ich jetzt einmal aus, der war jetzt an, ziehe das raus. Es speichert sich alles und genauso, wenn du den Schlüssel jetzt mehr oder weniger wieder einsteckst, geht das Radio halt auch einfach wieder ganz normal an. Also du musst hinten am Radio nichts umpolen, nichts umstecken oder sonst irgendwas. Das Radio ist jetzt auch schon ein paar Tage hier eingebaut, was ja dabei auch mal wichtig ist oder was eventuell passieren kann, dass so Sachen dann, wenn die komisch eingebaut sind oder nicht richtig funktionieren, Strom ziehen. Also das ist jetzt eine Woche eingebaut, Autostand ist eine Woche bei uns hier drin, Batterie funktioniert ganz normal. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das jetzt auch nicht irgendwie, wenn Zündung aus ist, irgendwie ja Strom zieht oder sonst irgendwas. Multifunktion, ne? Also klar, dieser Cambus-Kram, das habe ich in einem anderen Video auch alles erzählt. Das kann man jetzt hier natürlich nicht viel machen. Das ist ein Corsa. In dem anderen letzten Video hatte auch jemand erwähnt, ob das funktioniert jetzt, die Einparkhilfe. Funktioniert, ob die angezeigt wird in den Display. Kann ich euch jetzt einmal zeigen. Wir haben das Problem allerdings hier. Hier ist eine Einparkhilfe, hat das Auto, ist aber nachgerüstet. Ob das funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Bei uns sieht es dann jetzt so aus. Ist natürlich keine Kamera dran. Und ob jetzt hier, wenn das Fahrzeug original ist, PDC bzw. Einparkhilfe hat, angezeigt wird, kann ich euch nicht sagen. Müsst ihr halt selbst ausprobieren. Ich glaube, wir haben dann alles Wichtige beantwortet. Ich will auch nicht das Video so lang ziehen. Fazit von uns.
Radio lässt sich super easy einbauen, ohne irgendwelchen Schnickschnackkram, mit Zündung an und aus, mit Handy verbinden, funktioniert alles super. Kann man nicht meckern. Spotify funktioniert zum Radio hören. Telefonieren funktioniert einwandfrei, auch ohne ein zusätzliches Mikrofon. YouTube funktioniert und ich denke, das sind so die Grundfunktionen, die jeder in so einem Radio nutzen will. Alle weiteren Funktionen muss sich halt jeder selber angucken und auf jede Funktion jetzt hier einzugehen, sind wir halt in der Stunde mit dem Video immer noch dran. Radio blende ich euch jetzt hier oben rechts nochmal ein. Wer Interesse an einem Radio hat, schaut euch das mal an, ob das was für euch ist und schreibt uns eure Erfahrung mit Radios gerne mal unten in die Kommentare. Das soll es dann gewesen sein. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Wir haben noch was. Wollte ich dir noch zeigen. Wir müssen kurz aussteigen. Noch nicht abschalten. Ich war schon wieder zu schnell hier. Komm mal kurz mit. Komm, Johann, wir haben noch einen Bonus am Ende des Videos. Wir haben aktuell zwei. Wir kriegen noch einen Golf 6 hier. Und für so einen Golf 6 haben wir jetzt auch ein Erisin-Radio bestellt. Für die, die das eventuell zu einem Golf oder Volkswagen allgemein interessiert, wie das Radio funktioniert, wie der Einbau funktioniert, wird das so das ein von den nächsten Videos sein bei uns auf dem Kanal. Mit kompletten Einbau und im Nachgang natürlich auch mit so Funktionen, wie wir euch heute gezeigt haben. Ja, das war's dann jetzt. Wir sind raus. Ciao. Achtung, kurze Info. 97,5% unserer Zuschauer haben den Kanal nicht abonniert. Siehe Screenshot. Kanal abonnieren nicht vergessen.